Liebe SGV Freiberg-Fans, willkommen zu einer weiteren neuen Folge zu Interviews vor dem Spiel. Mein Name ist Daniel Hess und heute darf ich den Co-Trainer Serkan Kocer interviewen zum Auswärtssieg gegen Mainz und natürlich auch zum anstehenden Heimspiel gegen den TSV Steinbach. Und erst einmal Serkan 2:0 gewonnen gegen Mainz. Hättest du es auch so unterschrieben vor dem Spiel? Ja, ich denke, wir alle hätten auf jeden Fall vorher auch so ein Ergebnis unterschrieben. Ja, wir haben grundsätzlich ein gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit, sehr gut ins Spiel gefunden, hatten eine gute Spielkontrolle, fand ich, bis auf wenige Situationen, wo du es gegen eine U-Mannschaft auch nicht immer verteidigen kannst, klar. Haben uns Torchancen herausgespielt, sind auch verdient meiner Meinung nach in Führung gegangen. Dann nach der Halbzeit können wir sogar nachlegen oder müssen wir sogar nachlegen, haben zwei riesige Bretter, einmal eine Doppelchance und dann nochmal eine Chance von Lukas. Wo wir dann leider nicht das 2-0 machen, dass wir auch ein bisschen beruhigter dann in die Endphase gehen können, sage ich mal. Ja, dann wurde Mainz mit der Endphase immer besser. Wir haben uns zu früh hinten reindrücken lassen und haben am Ende des Tages ja trotzdem alles wegverteidigt, ja, und uns mit dem Sieg von Simon den Sieg dann letztendlich auch verdient. Du hast es auch schon erwähnt, wir hatten ja einige gute Chancen auch gehabt und das Ergebnis hätte auch durchaus für uns höher auch ausgehen können. Bist du mit dem Ergebnis zufrieden, den wir geleistet haben? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir können uns nicht beschweren, dass wir in der Phase, nachdem wir das 1-0 schießen, wie gesagt, hatten wir eine gute Kontrolle. Dann, wie gesagt, wir können nachlegen. Dann gab es schon eine Phase, wo Mainz nicht nur am Drücker war, sondern auch ein paar Chancen hatte, wo uns Erik Gründemann sehr gut im Spiel gehalten hat, muss man sagen. Da freut man sich auch für den Erik, der jetzt lange hinten dran stand und jetzt eben mal wieder die Chance bekommen hat und sich dann zeigen durfte. Auch in zwei Szenen uns gerettet hat und am Ende des Tages, wie gesagt, mit dem Treffer von Simon, ja, gutes Ergebnis. Ein gutes Ergebnis einfach erzielt, das war auch super. Ja. Und natürlich auch wieder zu null gespielt natürlich und wir haben eine gute Verteidigung natürlich auch gehabt. Und was meinst du, woran lag es natürlich auch noch, dass die Mainzer keinen Gegentreffer erzielen konnten jetzt gegen uns? So. Ja, wie gesagt, am Anfang haben wir relativ wenig zugelassen. Da war es so, dass wir nicht ja, dass wir eine gute Spielkontrolle hatten, wie ich es eben schon erwähnt habe, und dass es generell nicht zu vielen Chancen kam. Am Ende, wir standen relativ tief, die letzten 25, 30 Minuten, würde ich sagen. Da ist es natürlich für Mainz dann auch nicht schwer, sich viele Chancen zu erspielen. Sie haben es dann trotzdem geschafft, 3-4 Mal durchzukommen. Ja, und dann ist natürlich ein bisschen Glück, ein bisschen Qualität natürlich, wie gesagt, vom Erik. Aber brauchst du natürlich auch irgendwo gegen eine U-Mannschaft, die dann auch wirklich bis zur 95. Minute immer wieder anläuft, immer wieder versucht, Angriffe zu fahren und sich natürlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden gibt. Und ja, das Quäntchen Glück hatten wir diesmal auch auf unserer Seite. Und jetzt am kommenden Samstag, am 4. Mai, dann das Heimspiel gegen den TSV Steinbach. Ja, deine Einschätzung dazu, da am Samstag, wie es aussehen könnte? Ja, uns erwartet auf jeden Fall ein Gegner, der bei dem es noch um sehr, sehr viel geht. Die sind mitten im Abstiegskampf. Man weiß jetzt auch nicht, wie es in der dritten Liga mit Mannheim weitergeht. Das heißt, es kann sein, dass bei uns 5 Mannschaften absteigen, wo man natürlich immer wieder auch nach oben schaut. Das wissen die Steinbacher. Entsprechend haben sie viel Druck. Die haben ein hartes Restprogramm mit uns, Offenbach und Homburg, wenn es mich nicht täuscht. Uns wird auf jeden Fall eine sehr motivierte Mannschaft erwarten, die hier alles reinwerfen wird. Deswegen müssen wir dagegen halten. Und sonst dann auch nochmal, jetzt die Saison der Regionalliga neigt sich auch langsam zum Ende zu. Kannst du noch was zum Kader jetzt sagen, unserer Mannschaft so vorausblicken? Ja, also wirklich beste Voraussetzungen, alle Spieler sind fit. Wir hatten jetzt Domme, der ein bisschen Probleme hatte, jetzt aber wieder eingestiegen ist vor ins Mannschaftstraining. Joel Gretzky jetzt nach seiner kleinen Verletzungsphase ist wieder zurück, ist auch wieder vor dem Mannschaftstraining dabei. Wir können aus dem Vollen schöpfen, sind dementsprechend sehr zufrieden. Also ist ein absoluter Luxus jetzt diese Saison generell. Wenig Verletzungen gehabt, da müssen wir wirklich auf Holz klopfen, dass weiterhin so bleibt. Da hoffe ich auch natürlich auch drauf, dass unsere Mannschaft verletzungsfrei bleibt. Deshalb vielen Dank, Serkan, für dein Interview. Hat mich sehr gefreut. Ja, danke. Dankeschön. Liebe SGV Freiberg-Fans, es geht weiter mit dem Interview mit Yannick Ose zum Gespräch, zum letzten Auswärtsspiel und Sieg natürlich gegen Mainz. Yannick, ein Auswärtssieg mit 2:0, tut natürlich auch der Seele gut. Und wie würdest du das letzte Spiel beschreiben? Ja, auf jeden Fall sehr zufriedenstellend. So im Rückblick, klar, wenn man als Verteidiger die Null hält, denke ich, ist man immer schon mal ganz zufrieden mit dem Spiel.
haben 2 Tore gemacht, 3 Punkte geholt. Also von daher war das ein rundum erfolgreicher Samstag. War einfach super dann. Und jetzt zum Heimspiel am Samstag, 4. Mai, gegen den TSV Steinbach. So das letzte, sag mal, Spiel gegen die. Wie würdest du es so beschreiben und wie sind deine Erwartungen dazu? Beim letzten Spiel war ich ja leider selbst nicht dabei, da bin ich verletzt ausgefallen. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Geläuf. Also ich glaube, da hat es Tage durchgeregnet davor, da war der Platz sehr, sehr weich. Von daher war das ja ein Spiel auf sehr, sehr schwerem Untergrund. Aber wir haben kämpferisch alles gegeben in dem Spiel. Es war ein umkämpftes Spiel. Man hat gemerkt, dass die auf jeden Fall Einzelspieler haben, die sehr, sehr viel Qualität haben. Aber ja, am Ende dann mit einer super Aktion von Philly haben wir das Spiel auf unsere Seite gelenkt und es dann auch gut verteidigt. Und von daher, ja, morgen wird es auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Geläuf hier. Wir trainieren gut, sind fit und sind guter Dinge, dass wir am Wochenende den nächsten 3 einfahren. Sehr stark und es hört sich auch schon für mich danach auch ein bisschen an, so, wenn ich so von dir raushöre. Jetzt gegen Ende der Saison, ob man da jetzt auch nochmal so ein bisschen Euphorie hat, nochmal ein bisschen Power nochmal reinzulegen, weil es geht ja auch so für uns, für den Verein, so Richtung 60 Punkte. Ja, also ich denke generell, wenn man so die Rückrunde jetzt sieht, klar, wir sind nicht so gut reingekommen nach der Winterpause, aber jetzt seit 7 Spielen ungeschlagen. Wir bringen auch jedes Spiel unsere Leistung. Es ist nicht so, dass wir irgendwie die Spiele unverdient dann am Ende gewinnen oder unentschieden spielen, sondern ich denke, das erarbeiten wir uns alles und von daher, ja, glaube ich, können wir da mit einem guten Selbstvertrauen, können wir da auftreten und dann schauen wir, dass wir wieder eine gute Leistung auf den Platz bringen. Sehr stark, Janik. Dann wünsche ich dir auch viel Erfolg. Dann auch beim kommenden Spiel. Ich bleib gesund. Danke. Und alles Gute. Sehr gut.